Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Und zwar spielen wir Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Ich bin der Kai und viel Spaß. Willkommen, junger Skywalker. Ich freue mich schon, deine Ausbildung abzuschließen. Bald wirst auch du mich Meister nennen. Ihr irrt euch diesmal gewaltig. Denn ich könnte nicht bekehren wie einst meinen Vater. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten, mein Sohn. Deine Freunde werden in eine Falle geraten, wie die Rebellenflotte. Möge die Macht mit uns sein. Irgendwas muss auf dem Monitor erscheinen, ob aktiviert oder nicht. Die blockieren die Sensoren, wissen die, dass wir kommen? Angriff abbrechen! Schild noch aktiv. Eine Falle! Ich habe dir gesagt, es ist gefährlich hier. Na komm, wo bleibt dein Optimismus? Hallo, hier drüben! Sucht ihr vielleicht nach mir? So, und bevor wir jetzt richtig durchstarten können, spielen wir nochmal das Ende von Teil 6. Ich würde gerne Chewbacca spielen, danke dafür. So, gerade hat es ein bisschen kurz gewackelt. So, und mal ganz kurz zur Erklärung. Ich hatte, vor 2-3 Jahren Lego Star Wars, hier, Clone Wars, wenn das so heißt, Lego Star Wars 3, hatte ich, aufgenommen und hochgeladen. Und ich weiß nicht wieso, aber das Spiel hat einfach über 20.000 Aufrufe bekommen. Und ihr scheint das Ganze echt gefeiert zu haben. Deswegen haben wir uns gedacht, komm, dann spielen wir das auch mal hier. Es ist schon etwas älter, das Spiel, ja, ich weiß. Aber, gut. Und jetzt wollen wir hier erstmal gucken, was die Sache ist. Da ist schon das erste Minikit. Ja. Ja, ich denke mal, wir wissen alle, wo wir sind hier. Teil 6 am Ende, Schlacht im Endor. Sehr geil auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, das gefällt euch so. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. So, los geht's. Wir sehen schon, wir haben hier zwei Auswahlmöglichkeiten. Es ist halt eigentlich wirklich komplett alles blind.
Wir können also... Warte mal, irgendwie komme ich jetzt gerade hier nicht hoch. Achso, nee, hä? Okay, ich muss A... Ah, okay, so geht's. Alles klar. Gut. Han Solo. Müssen wir mal spielen. Der kann hier mit B irgendwie... Alles klar, lass mal das sehen. Gut, das ist, eigentlich alles selbsterklärend. Lego-Spiel, das geht immer schon klar. So, mit ihm können wir ja, wie auch in den anderen Teilen, immer irgendwo reinkrabbeln. Zum Beispiel hier. Das nutzen wir direkt mal und gucken, was hier oben machbar ist. Oh, da ist ein roter Stein. Und hier ist sowas. Okay, jetzt kann nur Chewbacca ziehen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich mit Chewbacca das hier hoch zusammenbauen, um dann da hochzukommen. Das kriegen wir hin. Ich hatte ja im letzten Let's Play von Lego ja, extrem versucht, diese wahre Jedi-Dinger zu sammeln, also sprich das ganze Geld hier einzusammeln. Das ist aber irgendwie nicht wirklich machbar. Also ist es schon, aber es würde zu lange dauern. Mich interessiert einfach nur die Story hier und die Level aufmachen, das finde ich ganz interessant. Und das können wir auch so lassen, wenn wir dann einfach uns vergnügen. Alle extra Sachen können wir dann ja mal gucken. Das haben wir im letzten Let's Play auch nicht zu Ende gespielt. Aber es hat ja trotzdem euch gefallen, wie es scheint. So, und jetzt macht die Dinger los hier, zack, damit wir hier durchkommen. Super. Sehr gut. Oh, da ist schon direkt der nächste. Das ist übrigens jetzt hier ganz cool. Das habe ich in der Vorschau gesehen, beziehungsweise in der Neuerung. Das ist halt ja wirklich hier neue Shooter-Grafik. Was heißt Grafik? Controller. Steuerung, so. Man muss halt wirklich hier mit dem linken Ziel und mit dem rechten dann schießen. Also, ich spiele am Gamepad, am PC, falls es irgendwie jemanden interessiert. So, perfekt. Weiter geht's. Und hier? Also, na gut, das war jetzt ja wohl richtig einfach. Ach, er ist da gegen den Baum gefahren. Gut, er hat irgendwie so ein Lego-Abzeichen bekommen. Ich finde übrigens ganz cool, dass die Bilder von den Spielcharakteren oben links oder oben rechts animiert sind. Ja. Genau, so jetzt müssen wir... Dann brauchen wir mehrere E-Books für, wie es aussieht. Das heißt, die müssen wir wahrscheinlich erst organisieren. Ja, hier unten wären dann ein paar. Ich schläg die erstmal. Okay, wir müssen mit ihm da hingehen. Achso, das ist wahrscheinlich wie bei Star Wars The Clone Wars. Ich nenne es aber Star Wars The Clone Wars, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt. Wo man denn seine Truppen da befehlen kann. Kommt mal her, Kinder. Hilft mir mal. Perfekt. Das sieht gar nicht gut aus. Jawohl, perfekt. Super. Super klasse. Und weiter geht's. Können wir eigentlich hier rüber? Oh, da scheint R2D2 eingesperrt zu sein. Achso, mit ihm kann man also auch puzzeln. So, dann... Kann ich jetzt hier gegen schießen, ne? Ja, genau. So, perfekt, das war gut. R2D2. Und da oben ist ein Minikit, das kriegen wir aber nicht. Achso, mit X kann ich das wahrscheinlich auseinanderbrechen. Genau. Und dann... Oh, erstmal müssen wir eine Treppe bauen. Dass wir hier auch alle hochkommen. Und jetzt können wir das hier, glaube ich, noch nach rechts bauen. Und man kann also mehrere von diesen Teilen machen.
Okay, hier muss jetzt vor dir voran. Und dann müssen wir. Achso. Wird das jetzt nicht so schwer. Das kann man ja machen. Okay, wir sind durch. Jetzt geht das wahrscheinlich nach oben. Super. Was ist hier? Okay, wir brauchen hier diesen. Das ist dieser Pilot, ne? Ja, von dem Flieger. Den kriegen wir wahrscheinlich erst später freigespielt. Das kann noch dauern. Ja, was geht denn bei ihm jetzt ab? Doppelte Geschwindigkeit hier oder was? Wen braucht man hierfür? Achso, Han Solo. Ja, oder? Meine, das ist Han Solo. Jawohl. Und jetzt geht er hier rein. Ja gut, das kennen wir ja. Und jetzt... Gut, dass wir hier unsere eigenen Männer platt machen, aber ist halt... So. Ist irgendwie eine besondere Aufgabe oder einfach nur durchlaufen? Ich glaube einfach zu... Ach, hier sind solche goldenen Säcke. Gut, da schießt er schon von selber gegen. Ich muss nur, X drücken, damit er hier schießt. Da hinten sind noch ein paar mehr von diesen AT-ST-Läufern. Aber die schießen mich wahrscheinlich... Ja, die schießen mich jetzt ab. Wie kriege ich den jetzt kaputt? Das ist jetzt die Frage. Achso, ich kann die auch abschießen. Ja gut, ich kann die auch einfach abschießen, alles klar. Was ist hier mit ihm? Ja gut, der ist auch kaputt. Das ist jetzt nicht so schwer. Und er nach hinten noch. Gucken, ob mein Panzer kaputt geht. Hat mir nur ein halbes Herz. Nein, okay, wir sind durch. Super, mit einem halben Herz. Oh, da ist noch einer. Das überleben wir nicht. Nee, das überleben wir auf keinen Fall. Kriegen wir jetzt einen... Wir kriegen einfach einen neuen Lego Star Wars. Spiele sind einfach... Also generell Lego Spiele sind einfach so einfach. Das ist einfach ganz... Das ist irgendwie cool. Keine Ahnung. Und was will man da nicht können? So irgendwie. Kann ich eigentlich hier auch aussteigen? Da muss ich wohl noch irgendwas machen. Ah, genau. Hier oben kann ich auch gegen diese Goldblöcke schießen. Komm. Gut. Alles klar. So, jetzt kann ich hier raus. Und hier wieder was zusammenbauen. Ich finde es übrigens ganz cool, dass es mal so ein bisschen anders ist. Also, dass die, gut. Dass die... nice. Kinofilm. Dass die Map so... ein bisschen mehr an Real Life angelehnt ist, wollte ich sagen.